haben wir das Geheimnis. Sehr gut, jetzt gucken wir weiter. Wir gucken kurz auf der Map. Wo wir hin möchten. Weiter hier links nach oben? Ja, oder? Dass wir so ein bisschen den Kreis schließen? Ich hatte ja da hinten auch irgendwo noch eine Brücke gesehen, die wahrscheinlich ein Monument ist. Waren wir hier schon? Nein. Ich habe gerade geguckt. Glitzert es irgendwo? Und Tatsache. Durch, ja. Ich muss wirklich sagen, ich finde es schön, dass wir Begleiter haben. Tierische Begleiter, aber die sind auch ein bisschen spooky. So, das Monument hatten wir. Da hinten ist die Brücke. Wollen wir da hin? Geheimnis. Ja, meine Schiffsverbesserung, die nehmen wir noch schnell mit. Okay, da können wir als nächstes hin. Wenn wir dort hinten waren. Vielleicht finden wir sonst dort hinten auch noch eine andere Vorratskiste. Nehmen wir mal kurz die Bootsverbesserung. Also 26, hier ist auch ein Geheimnis. Wo wir schon da sind. Achso, das ist ja das, was wir aufgedeckt hatten, oder? Ich habe nicht auf der Map geguckt, wie weit das weg war. Von 60. Es ist auch gar nicht so wenig, was wir bisher schon haben. So, hier hinter. Ich muss ja sagen, so große Gebäude, die sind schon eindrucksvoll. Weiß nicht, zählt das jetzt als Monument? Der silberne Pass.
Ich hätte es jetzt ein bisschen arg gewundert, wenn das kein Monument gewesen wäre. So, zu diesem Hotel hier wollten wir. Da war, glaube ich, der Vorrat oben drauf. Oder? War das hier? Ja, doch. Das müsste da gewesen sein. Noch ein anderes. Das hinten ist bestimmt auch noch ein Monument, was da in weiter Entfernung zu sehen war. So, dann suchen wir den Aufgang. Skyline Wohnungen. Okay, das ist kein Hotel diesmal. So, erstmal haben wir nicht viel Wahl, wo wir lang müssen. Aber auch hier sind wieder. Es sieht halt aus wie Einschusslöcher in den Holzverkleidungen der Fenster. Da hinten ist ein Wassermann. Ich komme! Bring mich zu meinem Glück. Mal kurz gucken. Nicht, dass ich jetzt hier einfach nur den Ranken folge und irgendwie unten was verpasse. Da geht's hoch. Oh nein, hier muss ich nach links. So, jetzt ist die Frage, gehen wir dann da unten rein oder gehen wir noch weiter links gucken? Weil da scheint es ja auch lang zu gehen. Okay, Entscheidung getroffen. Wir gucken nochmal hier links um die Ecke. Obwohl, nein, wartet. Da geht's nach oben. Ich möchte noch nicht nach oben zur Vorratskiste. Wir müssen erst hier unten gucken. Jetzt der Weg wieder zurück. Ganz versteckt ein Geheimnis gefunden. Ist hier noch was zu holen? Oder krabbel ich dann im Kreis? Es gibt noch zwei Geheimnisse, aber
Ich gehe mal nach oben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da drüben irgendwie im Kreis krabbel. Deswegen ab nach oben. Zwar über das Rohr, das da um die Ecke gleich kommt. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier schon ganz oben sind. Aber nicht. Mal gucken, ob ich hier... einen anderen Weg nach oben finde. Ich könnte hier noch mal kurz gucken. Ist da ein Geheimnis oder was leuchtet da? Zumindest nichts an. Nein, nicht hoch. Du solltest um die Ecke. Gucken hier noch mal kurz durchs Teleskop, wenn wir schon hier oben sind. Für ein Hochhaus. Okay. So, ich hätte gucken können, ob hier vorne was zum Hochklettern war. Nein. Hier. Ist doch was. Halt, du sollst die Leiter hoch. So, okay. Spiel hat gerade meine Tastenkombination eher so als Empfehlung gesehen und nicht das gemacht, was ich wollte. Die komplette Erde war überflutet? Da höre ich die Kiste schon. Und dann haben wir die nächste Vorratskiste gefunden. Nadel und Faden.
Wir müssen die Infektion aufhalten. Wir sehen auf jeden Fall, wie wir uns immer mehr verändern. Ich muss sagen, zwischendurch sah es ein bisschen bläulicher aus. Jetzt immer irgendwie so ein bisschen grünlich aus. Gut. Dann fahren wir jetzt mal links um den Kirchturm nach oben. Und gucken nach der nächsten Vorratskiste. Auf jeden Fall haben wir heute wieder schönes Wetter. Das freut mich. Oh, das ist... Warte, ist das das Flatiron Building? Soll das das sein? Ja. Hinten ist ein Monument, glaube ich. Da ist irgendwas ganz Großes. Ich habe gerade... Oh, da glitzert was. Ich habe gerade gesagt, das Wetter ist schön. Und warum donnert das jetzt? Das finde ich nicht schön. Achso. Oh, wir haben unsere Geschichte nicht angeguckt. Es tut mir leid. Unsere Geschichte. Ja, die beiden sind abgehauen. Das Wetter beruhigte sich und sie sind in unserer Stadt angekommen. Geschichte der Stadt. Ah, es ist... Vorher war halt, ne, eine Stadt und viele Menschen wahrscheinlich, bis dann das Unwetter kam. Die Stadt überflutete. Und am Ende die ganze Welt überflutet war. Und wir die einzige verbliebene Stadt sind. Also das ist das, was ich bisher rauslesen kann. Uns fehlen nur noch zwei Monumente. Bei den Kreaturen fehlen es auch noch zwei. Aber vielleicht finden wir die jetzt im Nordosten, wo wir jetzt hin wollen. Vielleicht werden wir auch selber noch eine Kreatur. Was ist das hier? Ein Baugerüst. Würde ich schon gern hoch, ehrlich gesagt. Ich muss nur rausfinden, wo es hochgeht. Ich vermute hier. Wir gehen über den Kran. Baukran. Links das Gebäude sieht auch schön aus. Kann ich jetzt? Okay, die nächste Vorratskiste gefunden. Okay, wir schaffen es. Ich muss tatsächlich sagen, Höhe ist gar nicht mehr so meins. Hat sich jetzt so mit dem Alter entwickelt, dass ich Höhe gar nicht mehr so gut ausstehen kann. Und als ich den Spieltitel gelesen hatte, Submerged, untergetaucht, dachte ich schon, oh nein, vielleicht muss ich ganz viel tauchen. Weil Tauchen ist auch nicht mehr so meins. Dieses Gefühl, unter Wasser zu sein und eventuell nicht rechtzeitig auftauchen zu können, das macht mich im echten Leben als auch im Spiel Vogelperspektive. Ach, das ist sogar ein Monument. Ein bisschen... Ach, man kommt von hier gar nicht auf das Gebäude. Ich dachte... Ups.
Ach so, das ist sogar da hinten die der Geschichtsteil. Ah. Unter uns müsste das Gebäude sein, ja. So, gerade habe ich noch gesagt, Höhe ist nicht so meins. Aber es geht. Wir kommen jetzt wieder runter. Auch die Leiter. Aber runter zu slidet die ja immer so. Das sieht auch ein bisschen ulkig aus. So, jetzt müssen wir darüber. Ich denke, die Stadt soll ange... Starrsinnige Kreatur. So. Wir haben alle Monumente. Mensch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, diese Stadt soll angelehnt sein an New York. Also, weil das da drüben, das war so sehr dem Flatiron Building nahe. Und jetzt halt auch mit den Hochhäusern und so. Kitisch Rathaus. Ja, da soll auf jeden Fall eine Anlehnung dabei sein. Da ist ein Wassermann. Das heißt, da ist ein Geschichtsteil. Okay, wir kommen so doch nicht rüber. Wir müssen hoch und dann wieder runter. Warum auch nicht? So schnell nach oben? Wir haben noch mindestens 3 Geheimnisse hier. Nicht hier nicht hergekommen? Nee. Ich bin ja gerade auf dem direkten Weg nach oben. Mich nicht lang. Müssen wir anders. Da müssen wir vielleicht hinten rum. Holen wir uns erst die. Oh, der Wassermann steht bei der Kiste da hinten.
Okay, oben drüber müssen wir, um darüber zu kommen. Oder? Ja. Jetzt holen wir uns die Vorratskiste. Da hat abrupt der Wind aufgehört zu wehen. Aber er fängt wieder an. Hier noch irgendwas? Weshalb es hier runter geht? Nee, ich glaube nicht. Oh je, ihr geht's nicht gut. Unsere Geschichte ist bald zu Ende erzählt. Wir sind dann an diesem Kirchturm, Uhrturm angekommen. Sie macht sich große Sorgen um ihren Bruder. In der Geschichte der Stadt haben wir auch ein bisschen was wieder aufgedeckt. Das zum Beispiel. Ich glaube, hier gucken wir nochmal durch, wenn wir vielleicht alles haben. Aber wir haben die Monumente vollständig. Das ist schon ein schöner Fortschritt, würde ich sagen.